I need einmal Euro. Ich spreche ne Deutsch. Ich bestelle Essen heute. Ich habe Hunger. Ich mit der beste Mann, Abdul. Los geht's! Kanasarin geht ins Schwammerhaus und bestellt auf Deutsch Essen. Perfekt, ja. Pickel! What's up, guys? I'm here with Pickle at my favorite spot. Check this out. Shawarma House. You know the deal. What we're gonna do is I'm gonna order Pickle a Shawarma because you've never had one before. Mm. I'm gonna do it in German. I know my boy here, Abdul. He says we can film inside. Maybe I'll even get to make it. I don't know. We'll see. Let's see. Let's go, boy. Ich spreche ne Deutsch. I'm trying to show people that if they want to learn German, they have to come and practice. Okay. Even though they sound bad because I'm bad. Meine Deutsch ist sehr schlecht. It's good. It's besser jeden Tag. I'm embarrassed, guys. I'm sweating right now. My face is red. This is what you have to do. Was heißt order auf Deutsch? Order? Bestellen. Bestellen? Bestellen. Bestellen. Is order? Yeah. Genau. I thought bestellen was pay. Bestellen, like, oh, bezahlen. So bestellen, kann ich bestellen? Natürlich. Ah. Los geht's. Ich bestellen. Essen. Ist gut? Ich bestelle Essen Tag. Sorry, I order food today. Ich bestelle Essen heute. Ich habe Hunger. Ich mit der beste Mann, Abdul. Los geht's! So, was möchtest du bestellen? Was möchtest du bestellen? I know this, it means, what do I want to order? Okay, bestellen, ich habe... Einen Moment bitte. Ich hätte gern ein Shawarma Sandwich. Gerne. Ist gut? Das ist gut, sehr gut. Du weißt, was ich sag? Was ich essen möchte. How do I say, you understand what I say? Du weißt, was ich essen möchte? Ja. Ja? Ah, okay. Mit Knoblauch. Mit Knoblauch und ein bisschen gelb Soße? Gelbe Soße. Okay. Gelbe Soße, ein bisschen. Was ist das? Was ist das? Das ist Mango. Mango! Mango! Mehr! Mehr? Mehr Mango. Mehr Mango. Das ist ein bisschen sauer-salzig. Sauer? Ja. Sauer ist gut. Ja? Ist ja gut. Ich mag sauer. Und ich mag alles Gemüse. Alles? Alles Gemüse, bitte. Tomaten, Salat und Gurken? Gurken. Was ist das? Das sind Rüben. Drüben. Rüben. 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 Was heißt Rüben auf Englisch? Turnip. Turnip. Yeah. This is my favorite. Ich mag Turnip. Yeah, das ist alles. Can I try this? Can I try to do this? Yeah. It's okay? Yeah. Oh, let's go. Let's go. I'm switching to English because every time I'm in a donor shop or a shawarma shop, I always see people do this. Always see them just slice the meat perfectly and it comes off. Okay, so how do you do it? You have this one. Yeah. And this makes the blade turn. Yeah. Nice. The blade here. And just go down. Okay, okay. So he pushes this and this blade spins and he just slices. Yeah. That's okay? Yeah, yeah. I don't want to mess it up too much. More? Yeah. You give it a little bit of a push? Yeah. What kind of meat is this? Chicken. Chicken? Yeah. Chicken. Yeah. All right, it's healthier, man. Sesamsoße oder Granatapfel? Okay, ich mag ein bisschen Sesamsoße. Okay. Also, ich mag Pomegranate. Okay, mach. Mach? Ja, okay. Ich mache meine Shawarma. Shawarma selber. Look at that. Ein bisschen Soße, ein bisschen Sesam und ein bisschen Pomegranate. Granatapfel. Granatapfel. Genau. Granatapfel, okay. Und kannst du mir zeigen? Natürlich. Ja. Du nimmst? How to fold. Das hier? Ja. Zu? So? So. Und check. Perfekt. Tada. Und dann? Und dann ab in den Toaster. Ab in den Toaster. Okay, perfect. So I'm a foreigner, right? I don't know German. What would you suggest that people know to say when they come to order food? What's the most important thing to know? Bitte. Bitte is please. Yeah. So if you say bitte, if you're polite, then this is good. Number one. What's the best way to say like, I want this or can I have this? Wenn sie reinkommen, hi, kann ich bitte das haben? Kann ich bitte das haben? Genau, kann ich bitte ein Shawarma haben? Kann ich ein Falafel haben? Kann ich bitte das haben? Genau, kann ich bitte ein Falafel haben? Oder? Kann ich bitte ein Shawarma haben? Genau. Ein Shawarma und zwei Fanta. Wie viel kostet es? Das sind 6,50 Euro. 6,50 Euro. Euro.
Okay, dude, this is hard. Say it again. Euro. Euro. Yeah. Euro. The first time I said it was a disaster. I said like Euro. Euro. Fünf Euro? Fünf, genau. Okay, fünf. Und fünfzig. Genau. Und. You need help? I need einmal Euro. Euro. Ein Euro. Du hast? Hast du einen Euro? Perfekt. Nice. Alles gut. Dankeschön. Abdul is a cool guy. He's just like me, right? You're not from here, but you're living here. Yeah. Like me. Perfect. Okay, we'll see you again.